verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Zu keiner normalen Folge, sondern zu einer Special-Ausgabe auf der Fantasy-Base. Wir sind in Halle 2.0, Stand 107a. Also wenn ihr das irgendwie hört, nee, eigentlich war gar kein Sinn. Wenn ihr das gerade live verpasst, hört. Ihr habt es verpasst. Aber nicht so schlimm, denn es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Wir sind hier und freuen uns sehr. Wir sind quasi, also ich bin quasi überflutet. Ich habe eine Reizüberflutung wieder. Ja, du hast nicht mal gesagt, wie wir heißen. Ja, genau, das ist Jonas Imam, Falk Pölczek, ich bin Ivan Thiem. Also wenn ihr wisst, wenn ihr den Podcast kennt, dann alles cool. Wenn ihr über die Fantasy Basel hier gerade vorbeiläuft lauft und euch denkt, hey, was ist denn das für drei Rabauken? Wir sind drei Podcaster, die ganz viel Unfug machen. Warte mal ganz kurz. Du denkst, die Leute hören den Podcast und sehen uns währenddessen. Hey, ich weiß gerade gar nicht, wie wer was konsumiert. Also hör. Hier ist, wie Zeit funktioniert. Ja. Das okay, hier wird aufgenommen. Wie Zeit? Erklär du mir mal, wie Zeit funktioniert. Und in ein paar Wochen, weil Zeit läuft linear in diesem Universum. Richtig, wahrscheinlich. In ein paar Wochen kommt diese Sache raus. Ja. Zu diesem Zeitpunkt, sollte die Person keinen DeLorean haben, werden sie nicht zu uns zurückkommen und hier am Stand vorbeilaufen. Aber müssen doch die Leute auch abholen, die hier sind, oder? Again. Ja. Wo denkst du, hören die das? Na hier, wir haben doch. Aber das reicht ja, die muss ja nichts mehr sagen. Ja. Die gucken dich ja schon an. Ja, das stimmt. Leute gucken mich an, als ob ich denen so Flyer abgeben würde. Also Leute, wir haben nie so wenig. Also mein einziges Ding ist, ich glaube, wir müssen einmal ansprechen. Vielleicht hört ihr es jetzt die nächsten 10 Minuten mal knallen. Ja. Ja. Das ist nicht, weil wir unsere Hosen ausgezogen haben. Ihr hört auch Schreie. Ihr hört auch Schreie. Männliche Schmerzensschreie. Und das ist auch nicht, weil wir unsere Hosen ausgezogen haben. Ja. Wirklich, ihr könnt es nicht sehen. Ich kann es legit komplett sehen. Da läuft direkt vor uns, ist ein Wrestling-Match. Ja. Und wer gewinnt gerade? Bitte? Wer gewinnt gerade? Die Zuschauer. Ja. Ich kann immer so. Keine Ahnung. Was glaubst du, wie die beiden heißen, die gerade da sind? Das eine ist der mollige Mike. Der mollige Mike. Ja. Und, warte mal. Aber irgendwas ist passiert. Ja. Der Zeterne Zacharias. Also, okay. Aber nicht M-I-K-E, sondern M-A-I. Nee, das ist schon Ostdeutscher. Ja, ja. Der ist schon mit A. Oh ja. Jungs, wie geht's euch? Also da läuft nur wirklich nur Scheiß, da läuft gerade legit ein Wrestling-Match. Das hab ich mir nicht ausgedacht. Ich glaube, mit vier Personen im Ring. Oh, einer steht auf dem Ring. Einer steht. Oh, jetzt geht's los. Okay. Und die Crowd rastet. Ich weiß nicht, ob er macht ein Salto. So oh mein Gott. Okay. Ist das spannender Podcast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jonas, es ist schwer zu ignorieren, wenn ich sehe, wie jemand auf dem Ringpfosten steht. Ja. Du kannst dich umdrehen, technisch gesehen. Das stimmt. Das ist für die Kamera blöd. Das ist für die Kamera blöd. Ja. Deswegen lasst uns doch mal persönlich anfangen. Wie geht's euch denn? Wisst ihr, das können wir noch sagen. Wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal seid und abonniert habt, da werdet ihr hundertprozentig Videos finden, wo wir auch diesen Wrestling-Link zeigen. Ich glaube, das ist hundertprozentig Gesetz, dass wir das abfilmen. Ja. Insofern, okay, jetzt geht die Mucke wieder los. Der Mike hat gewonnen. Glaubst du, Mikey hat das Ding nach Hause geholt? Ja. Nee, das stimmt, der Mikey, der ist aber ein Bär, ist das du. Das ist aber auch sehr blondiert gerade alles. Alles ist blondiert an dem Punkt. Alles ist blondiert. Der sieht für mich aus. Guter Name für einen Podcast. Alles ist blondiert, das ist ein richtig guter Name für einen Podcast. Er sieht für mich aus wie jemand, der so ganz viele so LED-Leuchten bei sich in der Wohnung... Ivan, du musst das Mikrofon noch näher an deinen Mund nehmen. Stimmt. Jemand, der so violett, gerne violett. Ja. Und dann du kannst ruhig das Mikrofon ungefähr so weit entfernt von deinem Mund halten. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Aber weil du hier ins Ohr schreist. Ich habe einfach einer Person Hi gesagt und sie hat einfach nicht mal hingeguckt. Das ist hier... Okay, wisst ihr was, Jungs? Wir müssen uns kurz bündeln. Ja, wir müssen uns kurz bündeln, weil wir sind gerade, es ist sehr aufregend, alles ist sehr energetisch, aber wir müssen fokussierte Profis sein. Okay, deswegen. Wir machen einfach die Augen zu und podcasten. Oh, das ist vielleicht kein, wollen wir das mal ganz kurz machen? Das ist kein schlechter Gedanke. Auf 1, 2, 3. Habt ihr eure Augen zu? Ja. Wirklich? Versprochen? Ja. Keiner lügt? Ja. Okay. So, wie geht's euch? Ich bin auch reizüberflutet, ehrlich gesagt. Das ist krass, ne? Also können wir mal ein bisschen erzählen. Ich war zum Beispiel jetzt gerade in der zweiten, wir sind jetzt im Erdgeschoss hier. Ja. Ich war gerade in der zweiten Etage, bin da so ein bisschen rumgelaufen, habe festgestellt, es gibt wahnsinnig viel Kunst zu kaufen. Also selbstgemalte Porträts, T-Shirts, die gemacht wurden, alles drumherum, bla bla bla. Und zu Preisen, wo ich ein bisschen gestaunt habe. Also es gibt so ganz... Teuer? Nee, beides. Es gibt so Sachen, die sind so absolut erstehbar, wo du denkst, okay, so 30 Franken, okay, ich verstehe. Ja. Ist normal. Und dann kommst du so an so einem Stand vorbei und da hat jemand so Ölgemälde gemalt von Han Solo oder so. Und das ist da so 1.300, 2.000, was auch immer. Also so ihr habt schon lange eure Augen wieder offen. Ja, ja. Was soll das denn?
Dachte, das ist hier eine Gruppenaufgabe. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass irgendjemand kommt und uns anfasst. Also ich muss sagen, ich habe die Augen wieder aufgemacht, weil ich bin sehr müde geworden. 1300 Franken. Aber wer, glaubst du, es gibt Leute, die hier mit so richtig viel Geld auch hier sind? Das hat die auch gesagt haben, ich bin voll ready hier. Was glaubst du, wie viel ein Ticket gekostet hat? Oh, das ist eine gute Frage. 1300 Franken. Also ich habe ja letztens diesen komischen Ausdauerlauf gemacht. Ja. Der war 90. Ich würde sagen, ist ein bisschen billiger. Ja, aber in Deutschland. 60? 50 Franken, glaube ich. Wirklich? 50 Franken, okay. Ja. Haben wir gar nicht so schlecht geschätzt. Ja. Für ja, einen Tag oder mehrere? Einen Tag, okay. Okay. Ja. Joa. Das ist so cool, dass wir einfach jetzt oft gucken können und wir kriegen diese Information. Ja, ich habe mir immer gewünscht, dass wir so einen richtigen Produzenten haben, ja, den man wirklich immer so sagen kann, so eine Google-Bitch. Wo man einfach so sagt, na, was jetzt? Jamie, was jetzt? Du wolltest einen Jamie haben. Ja, wollte ich schon immer. Finde die Gedanken so cool. Ja. Okay. Also ganz kurz, Ich habe ehrlich gesagt nach einem Tattoo-Stand geguckt, weil letztes Mal wollten wir uns tätowieren lassen, das hat nicht geklappt. Nein, ihr wolltet. Nein, wir. Wir denken immer als wir agieren als wir. Es gibt kein Ich im Team. So eine Beziehung führe ich nicht. Es gibt auch kein Wir im Team. So eine Beziehung führe ich nicht. Das ist mir gerade aufgefallen, es gibt kein Wir im Team. Also insofern funktioniert diese ganze Analogie nicht, aber du weißt, was ich sagen will. Ja. Aber Jonas, dann sind wir dieses Pärchen, was dann nur noch alles zusammen macht. Entschuldigung, wir sind ein Trio. Wir sind ein Trio. Ja. Aber dann sind wir so. Und auch ein Trio gibt es kein Ich, Falk. Ey, so viele Wörter mit Ich drin gibt es gar nicht mehr gerade. Das ist auch eine Falle, die du mir gerade stellst. Also ich sage mal so, wenn Falk sagt ja, dann sage ich auch ja. Wenn Falk sagt nein, dann sage ich auch nein. Nee, sorry, aber dann häng dich doch nicht bitte an den Neinsager. Aber ich habe ja mein Recht auf... Nein heißt nein. Nicht, wenn es um Tätowierungen geht. Ist es so ein bisschen wie bei der UNO, wo so ein Land alles blockieren kann? Ja, also, ich bin euer Russland. Du bist die Türkei. Ja. Ich bin einfach ein Problem. Ja. Ich bin einfach nur ein Problem. Ich habe mit dieser Politanalogie von ihm überhaupt nicht gerechnet gerade. Türkei war auch noch ein richtig gutes Beispiel. Ja, also, richtig gutes Beispiel. Du liest heimlich, ich beschäftige mich du liest wieder heimlich. Geopolitik. Ja. Da hat jemand heimlich die Zeit abonniert. Da hast du heimlich angefangen. Du kriegst jetzt jeden Sonntag schöne, dicke Zeitung. Ja. Nur mal ein bisschen zu erklären. Also ich war oben. Es war mega spannend. Wenn ihr mal bei Fantasy Basel seid, guckt euch das alles an. Ist super. Und dann war ich aber auch so ein bisschen fasziniert davon, was alles an Merch vorhanden ist und wie weit das Ganze geht. Und dann, hier kommt der Kicker, bin ich reingelaufen in eine Verhaftungsszene, wo Stormtrooper Vikings verhaftet haben. Und ohne Scheiß, Stormtrooper haben. Ja, ein Trupp Stormtrooper hat einen Trupp Vikings und es ging anscheinend um illegalen Waffenbesitz, weil die haben versucht, ihnen die Äxte wegzunehmen. Nein! Die müssen angemeldet werden, die Äxte. Ja, ja. Es gibt ja wirklich eine Waffenanmeldung. Es gibt eine Waffenkontrolle, das finde ich sehr lustig. Also, das es gibt eine Waffenkontrolle und einen Stand von der Schweizer Armee. Und ich weiß nicht, wie sehr ob die Schweizer Armee auch durch die Waffenkontrolle musste. Ihr hättet das sehen müssen. Das sind zwei Dullis, die da hingeschickt haben. Nee, das sind 6 Leute. Das sind keine Elite-Soldaten. Digga, die sind 11. Ja. Ich bin mir sicher, dass viele von denen die 4. Klasse noch nicht beendet haben. Die waren letztes Jahr auf der Messe. Die waren letztes Jahr. Ich glaube, die haben wirklich einfach die nett aussehendsten genommen, die sie das haben. Stimmt. Die sehen alle wahnsinnig nett zugänglich, aus. Nicht irgendwie aggro. Ich war immer harmlos. Und wann hat die Schweizer Armee letztes Mal gekämpft? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Dave, wann hat die Schweizer Armee das letzte Mal gekämpft? Weil das macht doch gar keinen Sinn, dass... Wann hat die Schweizer Armee... Dave, nimm mal Platz. Dave ist... Wir haben Fragen. Ja. Bitte, erstmal ein Riesen... Oh, ich hab's direkt versaut. Ja, okay. Raus, runter. Ich hab seinen Urinbeutel ausgekippt. Haben wir einen Applausknopf für Dave? Ja. Was ist der Applausknopf? Nee, was anderes für Dave. Ich weiß, was kommt. Sehr gut, das passt. Also, es ist Dave. Ich dachte, es kommt der andere, dein Lieblingston. Ja, ja, genau. Warte mal. Es ist Dave. Wann die Schweizer Armee zuletzt gekämpft hat? Ja, das wirkt für mich nicht wie so eine Kampfarmee, sondern wie so eine Fun-Armee. Fun-Armee? Das ist eine gute Frage. Ja, dann würde ich bald wann hatten wir den letzten Krieg in der Schweiz, Andi? Unsere Armee beschützt ja auch den Papst. Das ist ja die Schweizer Garde, die da den Papst bewacht, oder ja, Andi? Warum ist der so wahnsinnig? Ja, bist du wirklich so laut oder kommt mir das nur vor gerade? Dave hat allgemein sehr viel Wucht in der Stimme. Ja, genau. Dave hat keinen 3 Finger freilassen. Dave hat keinen Popschutz, muss man dazu sagen. Ja. Ich habe keinen Popschutz. Ja. Und immer. Immer. Ja. Ich habe überlegt, der macht den Gag. Er nimmt ihn. Ich nehme ihn. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Ich habe eine Gagschutzversicherung. Jetzt gesehen.
geht die los. Für mich sah die, finde ich, ich glaube, die Schweizer Armee übt auch so mit Nerf Guns. Also die üben gar nicht jetzt, so mit. Jetzt musst du langsam, wir haben funktionierende Waffen. Stimmt. Als Deutscher würde ich still sein mit eurem eigenen Maschinengewehr und dem halben Helikopter, den ihr da habt. Das stimmt. Und so sechs Helme, die wir verliehen haben. Die sechs Helme gerne zurück danach. Ja, warum sind Dave, die wohl nie in der Ukraine angekommen? Es war DHL. Im Krieg zählt Moral mehr als alles andere und uns Soldaten haben nichts mehr zu verlieren. Die haben nichts zu verlieren. Okay, das haben wir natürlich nicht bedacht. Also, sie haben alle Schulden, weil sie da sind. Aber ganz kurz, im Krieg zählt nichts mehr als Moral, den hast du da irgendwo her. Nee. Den kam dir doch nicht gerade zugeflogen. Nee, solche Sachen sage ich öfter. Ja, ja. Wenn ich alleine bin, vor allem. So schwere geopolitische Analysen. Ich stehe sehr oft alleine in der Küche, trinke einen Tee und sage dann plötzlich, im Krieg zählt nichts mehr als Moral. Und dann wirst du weggebombt oder so. Nee, das ist, dann ignorieren mich wieder alle. Ich glaube, ich habe meine Generation verpasst. Ich wäre, glaube ich, ein sehr guter Feldherr gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich kann auch sehr streng gucken und so. Aber du bist vielleicht zu weichherzig am Ende. Aber er ist groß, das hilft. Das hilft wirklich. Ja. Oder ganz groß oder ganz stell klein. Stell dir doch Falk als Feldherr vor. Das würde voll funktionieren. Wie so ein kleiner Mann da rumrennt und Panzer anschreit. Falk ist der Typ, der so diese Trommeln hat. Der wirklich dann... Du hast ihn gerade von der höchsten Stelle in der Armee zu der exakt niedrigsten Stelle der Armee. Ist auch ich bin der Typ, der trommelt. Ja. Der so alle so im... Der Trommelfalk. Bruder, ich bin momentan bewaffnet. Und du glaubst, ich bin der Typ, der trommelt? Aber so eine richtige... Aber ich glaub, jetzt mach nicht die Trommel schön an der Narrative. Nee, ich finde die Trommel schon wichtig. Also. Ist überhaupt nicht wichtig. Die werden erschossen. Ja. Warte mal ganz kurz, was macht dieses Geräusch mit dir? Ich will den Krieg. Ja? Falk, du solltest das Mikrofon noch runterklappen. Habe ich auch schon gesagt, aber das mache ich erst, wenn der Raid losgeht. Ich glaube, dass das Leute auf Teamspeak mithören können. Ich wäre, glaube ich, richtig gute Kavallerie. Ich würde gerne auch so auf einem Pferd. Hat er nicht den Trommeldulli gemacht und er kriegt ein Pferd? Nee, aber als er gesagt hat, ich wäre richtig gute Kavallerie, war in meinem Kopf war einfach so, ich glaube, er will ein Pferd sein. Nee. Das war meine erste Assoziation. Ich bin das Pferd. Ich bin das Pferd. Dave, welche Funktion hättest du in einer mittelalterlichen Armee? Was habe ich? Wir sind mittelalterlich? Ich habe Kopfhörer, ich höre dich nicht, du musst lauter sprechen. Tut mir leid, wirklich. Trommel, Feldherr, Kavallerie. Ich habe mich noch nicht auf die Trommel eingestellt. Ich mache das Catering und Trommel, Feldherr. Ich fahre euch morgens hin zum Krieg und hole euch abends wieder ab. Logistik. Der Shuttle-Service zum Krieg. Ja. Du sagst, sie sollen 38 da sein, wir sind 9.17 Uhr da. Sofort genervt. Ja, direkt den Krieg verloren. Krieg vorbei. Ja, ich soll mit euch Trommel den Krieg gewinnen, wenn ihr nicht mal pünktlich kommt. Das stimmt, das wäre ein großes Problem für mich. Ja, das wäre wirklich ein Problem. Auf der anderen Seite. Als Feldherr. Ja, aber ich habe ja Adjutanten und alles. Mm-mm. Die wecken mich dann schon. Nee. Du bist der Erste und der Letzte, der geht. Nein. Doch. Er macht im Kriegsfeld das Licht aus. Churchill war nicht der Erste und der Letzte, der irgendwann gegangen doch. Ist. Der war einfach manisch wach nachts. Ja, das musst du aber auch. Ich bin ständig nachts wach. Wusstest du, dass der früh im Bett erstmal zwei Drinks genommen hat? Kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich wahnsinnig sexy. Darüber haben wir noch nicht geredet. Daydrinking. Ja. Ja. Wie steht ihr zu Daydrinking? Ich stehe nicht mal zu Drinking. Yeah, yeah. Ich habe nicht mal dabei. Er ist nicht mal bei Night Drinking dabei. Geschweige denn Daydrinking. Aber was macht der Gedanke mit dir, 14 Uhr so ein großes Glas Wein zu trinken? Traurig. wirklich ehrliche Trauer. Wo ich denke mir so. Was ist, wenn da eine Käseplatte dabei ist? Dann gibt es einen Anlass. Keiner macht einfach eine Käseplatte. Also, nee, doch, wenn du ein bisschen leben willst. Wenn es einen Anlass gibt, du musst leben, Ivan. Du musst leben. Ja. Du musst leben, Ivan. Was mache ich denn gerade? Ja, morgen hole ich Käse und eine Flasche Wein. Ja. Hier für und dann 14 Uhr. Käseplatte auf dem Tisch. Käseplatte und Glas Wein. Alle eingeladen. Die ganze Messe kann nur vorbeikommen. Bessere Chancen gegen mich in diesem Tennis. Der Käsestand. Der Messe-Käsestand. Powered by Ivan. Vor allen Dingen in der Schweiz ein Berliner Käsestand. Darauf haben die Schweizer gewartet. Ja. Mm. Oh, der leckere Berliner Käse, wie wir so bekannt sind. Einfach so ein Scheiblettenkäse, wenn jemand kommt. Schweizer Käse so günstig Käse. Der ein bisschen schmilzt. Ich weiß, dass Schweiz sehr gute Schokolade hat, aber ich wusste nicht, dass Käse berühmt ist. Widerlich. Was? Wir reden alle durcheinander gerade. Ich wusste nicht, dass Schweizer Käse berühmt ist. Ich dachte, Schokolade. Ich habe auch gerade so reagiert. Das ist das Ding der Schweizer. Bist du jetzt schon das Pferd in der Kavallerie oder was ist gerade passiert? Nee, ich das wusste, ist voll nicht, deren ich wusste einfach nicht, dass Käse hier so gut ist. Sorry, also wenn Schweizer weltweit. Ich dachte, Franzosen für Sachen sind die Käsemenschen. Ja, auch. Ja. Auch. Aber Schweiz auch. Schweiz auf jeden Fall. Schokolade, Käse, ja. Munition. Nazi-Gold. Richtig viel Nazi-Gold. Und ja, das war's eigentlich. Munition. Was macht ihr denn mit Munition? Ihr braucht die doch gar nicht. Ja, nee, aber kennst die Geschichte nicht? Ihr liefert ja Panzer aktuell im Krieg, aber keine Munition, weil die in der Schweiz hergestellt ist. Yeah. Und wir schicken die nicht, weil wir neutral sind. Das heißt, in der Ukraine stehen jetzt Panzer, die aber keine Munition haben. Ich finde, so sollte die USA ihr Waffenproblem lösen. Munition wird in der Schweiz so ein hergestellt. Bisschen wie Ausländer im Club.
Elaboriere. So, das war eine sehr komplizierte Prämisse. Weil die haben so die Waffen, aber da ist nichts dahinter. Ah. Kinder, ich muss mich schon wieder verabschieden. Ja. Ich muss den nächsten Brand übrigens löschen. Das hier ist nicht irgendein Irrer, sondern das ist Dave. Der von uns die schlechteste Anmod aller Zeiten bekommen hat. Ja, genau. Die könnte man ja hier für YouTube-Leute kurz einblenden im Schnitt, die Moderation. Ja. Er kriegt eine Bauchbinde jetzt. Dave hat einen Taxistand oder sowas und er ist jetzt heute hier mit uns. Taxifahrer, ja. Er holt uns immer ab und fährt uns irgendwo hin. Genau. Nein, Dave hat uns freundlicherweise das hier mit alles organisiert, von vorne bis hinten. Und ist auch hier ein großer Mensch auf der Messe. Ich bin großer Mensch, 1,82. Ja. Ich weiß nicht, Leute, sag doch mal, was man sagen darf. Facility Manager. Ah, okay, gut. Ich schaue, dass hier die Glühbirnen alle drin sind und so. Ja. Da achtet jemand ganz genau darauf, dass das Finanzamt nicht zuguckt. Das ist genau der Grund. Ich immer. Das ist genau der Grund, warum ich gerade vorsichtig darüber sage. Ja. Okay. Mädchen für alles. Okay. Mädchen für alles. Das beste Mädchen. Ja, dann einmal großen Applaus für Dave. Da gibt's ja wirklich Applaus. Ja. Und Laura hat gar nicht mitgekriegt, warum, sondern sie macht einfach mit. Ja. Ja, das ist Dave. Mein Tschüss. Das war Dave. Okay. Tschüss. Vielen Dank, Dave. Danke, Dave. Oh Gott, welcher war das? Ja. Warum haben wir den nicht viel öfter an, den Applausknopf? Einfach permanent, einfach antapen. Ja. Das sollte immer ausrasten. Weil wir keine Wrestler sind? Okay. Oh shit, da kommt einer. Ich muss leise sein. Der hat eine gute Show abgeliefert. Aber das ist auch, also vielleicht kann man das jetzt mal kurz ansprechen. Da läuft gerade ein Wrestler und der hat ja gewrestelt. Ja. Und jetzt hat er aber so ein kleines Handfegerchen gehabt, mit dem er Müll wegmacht. Ja. Das macht die Magie schon ganz schön kaputt. Ach. Nee, der Sheriff muss auch mal wischen. Das ist wirklich, er lebt unsere Philosophie eigentlich. Aber es macht schon viel der Magie kaputt, wenn jemand so ein Handfegerchen hat. Denn mit einem Handfegerchen bist du nie cool. Ja, ja. Geht immer ganz weiter? Okay, ja, natürlich. Alles gut, alles gut. Okay, so. Ja, nee, du hast schon recht. Es nimmt ein bisschen die Magie kaputt, aber macht einen auch sehr bodenständig. Also ich finde, wenn wir nach der Show auch fegen müssten, eigentlich müssten die Comedians nach der Show auch wirklich die Flaschen und so wegräumen. Weil wir nicht tief genug fallen sonst, weil wir nicht genug runtergemacht werden. Einige sollten wieder auf dem Boden. Ja, aber wir haben das ja sogar gemacht. Kannst du dich eine so bei Stereo, das war immer mit Stühlen aufbauen, Flaschen. Ja. Auch bei wahnsinnig vielen Shows schon Stühle mit ab und aufgebaut, auch in so riesigen Hallen, nicht riesig, aber größeren Locations auf jeden Fall. Ich liebe es, wie wir uns sofort von riesigen Hallen korrigieren. Da will ich auch nicht dabei sein. Wer will denn in einer riesigen Halle spielen? Auch für das Geld? Du kannst nicht immer für das Geld sagen bei allem. Ah, das kann man richtig lang und oft sagen. Ich weiß, aber... Gerne auch einen Satz so für das, was es ist. Ja. Gerne so einen Satz. Hey, wenn du damit glücklich bist, es gibt so ein paar Sätze, die kann man immer mal wieder einfach so in den Raum werfen. Das klingt auch nie herablassend. Ne? Nee, wenn du damit glücklich bist, dann mach das doch. Man braucht das so man braucht 10 Sätze, mit denen man, glaube ich, richtig lange weit bringen könnte. Also 10 Sätze. Okay. Also was in jedes Gespräch immer so ein Universalsatz. So wie, wie so ein Schweizer Taschenmesser, nur für Sätze. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt... Yeah. Wow, das sind fast schon 4 Sätze. Wow, das ist eigentlich... Ja, das ist ein, der eine sagt so, der andere sagt so. Also, was haben wir noch? Der Klassiker von Ivan ist, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Eine gute Frage, da gibt der anderen Person die Möglichkeit zu antworten. Es gibt die Verantwortung ab an die andere Person auf jeden Fall. Also da hört es schon auf, glaube ich. Wisst ihr, wenn man sehr weit kommt, sehe ich genauso. Klingt erstmal einfach, aber mit einem sehe ich genauso, kommst du ganz weit. Ich finde, das ist zu viel Zustimmung. Das ist nicht neutral genug. Ja, aber dann lieber so ein Ja kann man machen. Ja, kann man machen? Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Aber manchmal ist ja so eine harte Zustimmung. Ja, okay. Da hat man erstmal lange Ruhe danach. Erklär mal, was du meinst. Weil dann redet die Person und so weiter. Wundervoll. Also ich dachte, du wolltest jetzt wissen. Ja, ich dachte auch gut. Ey, ich würde das lieber elaborieren nehmen. Dass wir uns nicht in so einen Vortex verfangen, wo wir immer wieder abhängen. Ja, das sehe ich genauso. Nee, erklär mal kurz, was du meinst. Ja, okay, dann geht das so ewig weiter. Der eine so, der andere so. Das wird eine richtig beschissene Folge. Ja. Ivan, du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, ich bin der Einzige, der noch nicht wirklich was gesehen hat. Also wir haben auch noch einen Gast, den wir reinholen können, ne? Ganz kurz. Wollen wir unseren Gast direkt holen oder wollen wir Ivi erst kurz quatschen lassen? Nee, wir können eigentlich den Gast holen. Wollen wir? Ja. Ich finde es gut, dass du, eine Person hat, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hat er direkt Schritt zurück gemacht, als ich das gesagt habe. Du warst nicht gemeint, keine Angst. Wir zwingen niemanden. Dann moderiert er den guten Gast. Ach so, hier, nimm mal. Oh, wir kriegen Geschenke. Oh, eine Polaroid, wie cool ist das denn? Oh, ich liebe Polaroids. Wir haben so eine kleine süße Polaroid-Wand bei uns im Podcast. Ja, super cool. Ja, bitte. Oh, das ist voll nice. Ich liebe ja sowas. Das ist immer total, total sexy irgendwie, so ein Polaroid, oder? Wenn du magst, kannst du auch, genau. Alle posen, Jungs. Denkt dran, es kommt an die Wand. Hi. Müssen wir auch einziehen. Hi.
Oh, ich glaube, ich habe es voll genäht mit dem Kunstmund. Ich habe es absolut nicht genäht. Aber auch mit Absicht. Ich habe jetzt aufgegeben, auf Fotos gut auszusehen. Erstmal in die Dunkelheit, ne? Genau, umdrehen. Nee, aufdrehen? Damit nee, das ist ein Polaroid, das ist egal. Nice. Das ist egal, das macht nichts. Wundervoll. Wie ist das möglich, Alter? Oh mein Gott, das Pferd ist wieder da. Ivan, ich will nicht lügen, ich weiß es auch nicht. Nee. Eben. Keine Ahnung. Ich stempel mich immer als dumm, aber bei Kern könnt ihr es auch nicht. Nee, deswegen habe ich dir doch zugestimmt. Ja, ehrlich jetzt. Bist du schon wieder in Dickerchen-Modus gerade? Nee, noch nicht ganz. Ist kurz vor Dickerchen. Mach's nochmal als Dickerchen, bitte. Kannst du nochmal ein Dickerchen machen? Nee, mach nochmal bitte. Bitte. Komm schon. Aber wir mögen das so. Ich kann es nicht auf Knopfdruck. Doch, du bist der Profi da drin. Nein, sorry, okay. Das Timing ist auch hier okay, schon. Okay. Ich mach's bestimmt nochmal. Du lässt es nachher einfließen. Sehr gut. Ja. Alles klar. Gut, wir haben noch einen, wir haben einen Gast, ja, ja. Den wir hier gerade, eigentlich nicht durch Zufall kann man auch nicht sagen. Nee. Durch? Du, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Jetzt weiß ich jetzt auch nicht, ne? Profi. Erklär du doch mal. Okay. Bitte. Wir haben einen Gast, der vor allen Dingen eine interessante Fantheorie zu Jonas hat. Ja. Und da bin ich wahnsinnig gespannt. Bitte, meine Damen und Herren. Ich bin erst gespannt. Einen tosenden Applaus. Macht mal Lärm. Hier ist Sascha. Give it up. Very ich bin good. Sofort in Stand-up-Moderationsmodus gegangen. Bisschen vorsichtig. Ja, hallo. Es wäre besser, wenn es ein bisschen auffällt. Ja, es wäre ein bisschen auffällt. Es ist so, als ob die Leute wirklich sofort das Interesse verloren haben. Was geht ab, Alter? Ja, er meint den Applaus. Ja. Genau, nah an den Mund am besten. Genau. Bisschen lauter. Ist es dein erster, ist dein erster Podcast, in dem du eingeladen bist? Ja. Ey, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Willkommen in dieser Medienlandschaft, in dieser wundervollen Medienlandschaft. Ja, jetzt bergauf, jetzt niemandem vertrauen. Tipp Nummer 1, niemandem vertrauen. Uns auch nicht. Uns auch nicht, wirklich. Nee, wirklich. Guck mal, ich stehe jetzt schon auf Jonas ein. Ja. Ist ganz ich sehe hier auch Blut. Also. Ja. Ja. Jonas. Na, das ist Urin. Ach so. Aber wenn, Angst Urin, oder? Ja. Das ist Angstschweiß. Das ist einfach eine Pfütze Angstschweiß. Auf den Boden. Ja. Ganz kurz, wann hast du mit VMP angefangen? Weil ich mit VMP angefangen habe zu hören, da wart ihr noch zweistellig. Da waren wir noch zweistellig. Also 1999 dann ungefähr. Ja, 1999. Ja. Wie findest du, haben wir uns entwickelt? So als jemand, der von wem bist du am meisten enttäuscht? Von wem bist du wirklich am meisten enttäuscht? Ja, du wurdest teilweise wirklich mal zum Menschen, ne? Ja, nee, wirklich. Das soll es gegeben haben. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es gerade bergauf oder bergab Der bürgerliche Falk war mal eine Zeit lang. Ja. Ich glaube, der ist immer noch. Ich glaube, der bürgerliche Falk hatte eine Menge Fans. Hatte er? Hat mir nicht gefallen, weil ich bin gegen diese Art von Klassen. Ich glaube, die Leute mochten auch den dreckigen Figgy Figgy Falk. Ja. Das ist immer, da weiß ich auch nicht, was die Leute. Was glaubst du, warum ich diese Narrative immer vorangetrieben habe? Ja, ich weiß, dass das Publikum hören soll. Ja, Fußfick-Falk. Ich war auch immer so enttäuscht, wenn Falk reinkam und war so, ich habe ganz entspannt gebruncht gestern und dann habe ich noch ein Buch gelesen. Ich habe jetzt gerade wieder eine Gottlieb-Frödemann-Phase oder so. Gottlieb Frödemann? Ja, was hat der so geschrieben? Der hat geschrieben Clowns im Wind. Literatur-Nobelpreis 1972. Ja, aber eine Sache hast du nie hinbekommen, und zwar Wasser trinken. Egal, nee, Wasser trinken nie. Egal, welchen egal wann wir waren, ich habe nie getrunken. Ja. Ah, und du hast mehr Hosen, habe ich gehört, oder? Ich habe deutlich mehr Hosen. Ja. Also auch, weil ich viele von meiner Mutter gekriegt habe. Locker 100% Hosen mehr. Deutlich. Ich glaube, wir sind bei 400% Hosen. 400% mehr Hosen. Vier Stück. Ja, das ist eine gesunde Anzahl an Hosen eigentlich. Vier? Eine gesunde Anzahl. Ist vier eine gute Hosenanzahl? Ja. Wie viele Hosen hast du, Sascha? Oh, jetzt fängst du an. Ja. Shorts zähle ich dazu, wirklich. Nein, Hosen. Nur Hosen. Aktiv die hier. Aktive Hose, ja. Und auf Arbeit halt auch nochmal eine andere. Sehr gut. Ich habe mehr Hosen als Sascha. Also die Hose hast du equipped, würde man hier sagen. Die mir passen. Ja. Ich bin abgehoben, ich muss ein paar Hosen kaputt machen. Nee, nicht kaputt machen. Du kannst die Das ist ja verrückt. Kannst die Sascha geben. Dann habt ihr seid ihr bei 3-3. Also, obwohl nach Diogenes hast du recht. aber Sascha, du hattest vor allem eine Theorie, die ich sehr interessant fand. Genau, und zwar hat Jonas heißt ich. Danke. Danke. Jonas hat ja immer erzählt, dass er gestört wird, wenn er rauchen geht. Ja. Und vor etlichen Folgen hast du mal gesagt, dass du aufhören möchtest mit Rauchen. Ja. Mit Hypnose. Das hat mein Therapeut mir probiert. Kann das sein, dass alles nur eingebildet ist? Dass Leute mich stören? Ja. Wow. Das kann sein, dass das stimmt. Dass die Hypnose so gut war, dass Leute... Wow, das ist... Das Problem ist, mein Therapeut ist... Ja, vielleicht ist er so gut, dass ich denke, dass die Hypnose nicht gut war. Ja. Also ich habe gerade eher Angst, dass er einen schweren Hirntumor hat. Das ist so Hypnose-Inception. Das wäre Theorie Nummer 2. Ja. Wow, das ist keine schlechte Theorie, finde ich. Aber das wäre ein guter Filmplot. Ja. Nee, aber hat niemand... Wir waren ja schon öfter zusammen rauchen. Da ist nie irgendwas passiert, ne? Aber das liegt daran, dass du da dabei bist.
Aber doch, das stimmt nicht. Wir haben vor meiner Tür geraucht und da kam dieser eine Irre an, der so... Der Online-Bank, der auf Koks war? Der von der Online-Bank, der auf Koks war. Genau der. Also du weißt also, dass das stimmt. Er weiß, er ist ein Zeuge. Das stimmt. Dieser Shit passiert mir ständig. Trittst auf mein Kabel. Ich habe einmal gesehen, dass das wirklich passiert ist. Oh, Falk, was hast du denn gemacht? Gar nichts. Das ist einfach, du bist nach hinten gerutscht, deswegen ist das alles. Warte mal, beweg dich nicht. Gute Theorie. Ich glaube, dass da hat aber Jonas tatsächlich einen ganz guten Punkt. Ich war auch nämlich auch schon mal ein paar Mal dabei, wo Jonas seine Ruhe will. Warte mal, wäre ich der Typ, der dann dich gestört hat? Aber wäre ich gerade nicht. Korrekt, ja. Korrekt. Er war der Typ, der mich gestört hat. Also es ist immer wahr. Wann immer es passiert, es ist immer wahr. Ja. Also auch mit der Blaskapelle und oder was das war. Was? Ah, ja, das ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Also du glaubst halt, dass es wirklich passiert ist. Da sind zwei Typen auf dem so einem Straßenmusiker, die halt auch diese Fußhupen hatten und alles, sind halt an mir vorbeigelaufen. Diese Fußhupen. Und keine Hunde. Jonas, wichtig ist ja, dass es dir damit gut geht. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und du raus noch. Also so erfolgreich war die Hypnose dann auch nicht. Ja, mein Problem ist, bei meiner Psyche ist es so, das dreht sich dann irgendwann um. Ich bin ja ein grundsätzlich trotziger Mensch. Das heißt, wenn Leute... Jetzt erst recht. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du musst mit dem Rauchen aufhören, stecke eine Zigarette an und drücke sie ihnen im Gesicht aus. Weil ich muss. Das ist zwanghaftes Verhalten. Ja. Okay. Und das ist das, was ich vor Gericht sagen werde. Und ich wollte das nur schon mal etablieren hier, damit die nachher, wenn sie die Beweise zeigen. Ich möchte auch eine Theorie haben. Ich möchte auch eine Theorie haben. Zu dir habe ich keine. Du kannst doch nicht Theorien einfordern. Ich weiß, du kannst doch nicht sagen, dass du eine Theorie hast. Dass du ein Hund bist, das wissen wir ja alle. Ja. Das war auch meine Theorie. Mein Lieblingsphilosoph, Diogenes, der hat die Zyniker erfunden praktisch, oder die sind nach ihm benannt. Und das kommt von dem Wort Kynos wie Hund. Und es hat eigentlich was ganz anderes bedeutet, als das, was wir. Wenn wir heute Zyniker sagen, dann meinen wir jemanden, der irgendwie so total negative Einstellungen zu Sachen hat und irgendwie so abgebrüht ist. Aber das war gar nicht damit gemeint, sondern er meinte, man muss wie ein Hund leben, weil Hunde sind immer gut drauf, die leben im Moment und die haben grundsätzlich eine positive Einstellung zu denken. Also du bist eigentlich ein Original... Hunde rauchen nicht, Hunde trinken nicht, nee, Hunde schlafen, wenn sie müde sind. Ja. Hunde bellen an, wen sie anbellen. Ja, ich bin glücklich. Sehr gut. Abmord. Du bist der Original. Du bist eigentlich das, was ein Zyniker sein sollte. Ah, interessant. Aber cool, in der bestmöglichen Variante. Ja, in der bestmöglichen Variante. Ah, spannend. Nee, also erstmal wirklich vielen Dank, dass du den Podcast so lange hörst, weil... Und dass du hier bist. Das ist wirklich krass, weil manchmal hast du auch Phasen, wo du weniger hörst oder bist du immer wirklich jede Woche... Jetzt stell dich nicht in so eine Ecke rein. Ja. Wie viele Klicks haben wir von dir bekommen? Wie viele Live, also wie viele Listens? Ja. Also 200 Folgen gibt's? 238. Ja, kommt 38 kommt jetzt am Samstag. Dann habt ihr die, plus die Patreon. Das sind nochmal 100 etwas. YouTube 2. Okay. Ja. Wir sind schwer anzusehen, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, das Problem ist halt, euch kann man gut so... Ich höre euch meistens auf der Arbeit, wenn ich gerade keine Kundschaft habe. Was arbeitest du denn? Darf man das fragen? Ich bin Hörgeräteakustiker. Ach, krass. Nein. Und da hörst du ihn? Ballert der denn nicht regelmäßig das Trommelfell raus? Ja, ich habe meine Kopfhörer und lässt dir dann den Raum weiter und dann höre ich halt nur seine Spur. Ja. Du bist wirklich Hörgeräteakustiker. Ja. Ah, krass. Nice. Das macht voll Sinn, weil du kommst rein und die Leute kommen zu dir, weil sie nicht hören. Das heißt, du kannst prinzipiell Dinge machen und die hören dich nicht. Ja. Oder? Genau. Du wärst ein schlechter Hörakustiker, glaube ich. Warum? Ja, du bist einfach zu laut, die hören dich auch ohne Hörgeräte. Ja. Die kommen mal rein und denken, sie sind geheilt. Ich brauche gar nichts. Ja. Das ist so ein guter Punkt. Ja. Ich bin zwei Wochen pleite, keine Kaufhose. Oh Mensch, ein Wunder. Ja. Oder du verdienst alle kommen, aber kaufen nichts. Ja, genau, die kommen alle rein und so, oh mein Gott, ich kann hier, was ist hier für eine Akustik im Raum? Das heißt, sprichst du mit Absicht leise, damit die denken, das ist schlimmer? Nein. Das wäre so ein guter Move für eine Hörgeräteakustiker. Wirklich einfach deinen Mund und du bist das. Nur bei denen, die sagen, die hören noch gut. Ja. Ach Mensch. Ey, vielen Dank. Wen hast du denn mitgebracht? Wer ist denn bei dir hier? Genau, das ist deine. Sorry, du bist echt zu leise da. Tut mir leid, wirklich. Weißt du, wie es mir geht, wenn ich ihn einstellen muss die ganze Zeit? Okay. Nee, du bist mit deiner Freundin da. Genau. Richtig? Ja. Ah, cool. Hört ihr auch? Also ist sie genervt von. Weil ich denke mir mal so, wenn man eine WG Moment, hat. Was wolltest du gerade? Du hast auf mich gezeigt. Genau, eben. Weil oft, ist sie genervt von ihm? Genau, weil oft sie. Lässt man das. Man ist auf der Arbeit, ich meine, ist ja gar nicht böse. Aber manchmal frühstückt man ja zusammen oder so und dann ich von einigen gehört, dass man dann so Podcast laufen lässt. Oh, kann man uns so genau. Kann man uns zum Frühstück, könntest du mit deiner, oder ist unsere Stimme in dem Falle vielleicht falsch zu laut? Also höchstens, wenn wir auf irgendwie einer längeren Autofahrt sind, dann musst du da mal durch. Ja. Ja. Aber und zum Frühstück hören wir auch, also ich würde mir uns auch nicht zum Frühstück anhören. Nee. Ich höre zum Frühstück, glaube ich, allgemein keine Podcasts. Ja. Da höre ich eher so bildungsbürgerlichen Scheiß. Ja.
Podcast zum Frühstück, ja. Also da bin ich eher sowas wie, weiß ich nicht, hier... Da guckst du Bibis Channel oder so. Genau! Ja. Ey, wir können auch gleich nochmal über Bibi reden, ne? Da geht's richtig heiß her gerade. Ja. Verfolgst du sowas? Nein. Okay, sehr gut. Du bist ein Mann nach meinem Geschmack. Ey, Freunde, ich verfolge das wirklich für alle Beteiligten. Ja. Weil der Julienko nämlich, der was hat jetzt, er da gemacht? Der Julienko, da gibt es jetzt auch Bilder, wie der auf der Party war mit einer anderen. Nein. Die haben jetzt alle aber eine das ist so Classic. Ja. Das enttäuscht mich jetzt sehr. Wenn die sich selber jetzt treffen, die würden beide weinen. Ja. Die würden wirklich beide weinen. Das war so sad und so wahr. Ja, also wirklich, wenn die da, also... Die würden sich einfach in den Arm fallen und anfangen zu weinen. Das hat mich gerade auf eine ganz komische Art und Weise richtig traurig gemacht. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Die werden so fast 13 Jahre, wir haben Kinder. Was machen wir hier? Oh mein Gott. Ja, das passt. Ja. Okay. Oh. Mann, ey. Wollen wir Sascha eins mitgeben als Geschenk? Ja, ey, wenn du möchtest. Ah, dann hätten wir eins mit ihm. Ach, die ist weg, ne? Wir haben ja auch schon, wir haben ja genug, also wir haben ja auch Polaroids. Aber möchtest du ein Polaroid-Geschenk bekommen? Ich möchte Sascha irgendwas, oder vielleicht zu viert, wo wir, stimmt, du hast recht, wo wir. Ja. Oder wir machen jetzt einfach hier, aber du fotografierst ja auch schon, ne? Nach der Aufzeichnung. Ja, aber das ist was anderes, das ist geiler. So ein Polaroid ist ja genau, willst du was Haptisches haben? Egal, wo sind denn die Bilder, der Sappo holt die Kollegin. Hast du noch unsere dämlichen Bilder von gestern? Von gestern, was haben wir da gestern gemacht? Ja, wir waren doch noch in der Fotobox. Wir waren in der Fotobox. Ah, die sind übrigens, bei mir. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dritte Etage oder zweite gibt es Tattoo-Stands. In der zweiten habe ich es leider nicht gesehen, aber dritte dann wahrscheinlich, ne? Ganz oben. Weil man hört die ja eigentlich. Ecke, ja. Okay, ich guck nochmal. Also sind mehrere Leute da, die... Oh, das heißt, es gibt Auswahl. Ja. Dieses Mal gibt es nicht nur eine. Also ich habe drei Leute gesehen, die da rumlagen und tätowiert wurden. Ja, das wird so gut. Ja. Ich freue mich. Warum wir zwingt ihr mich immer so auf Nein zu sagen? Wir kommen tätowiert zurück. Nein. Wir kommen tätowiert. Wir sind, okay, wir sind die drei tätowiertesten Freunde, die man sich wünscht. Oh, sehr gut. Die drei tätowiertesten. Wir würden uns noch gerne eins mit Sascha. Genau, da musst du ein bisschen... Alles gut. Content. Sehr schön. Nice. Eigentlich musst du jetzt immer hier sein, wenn wir einen Gast haben. Wir müssen die locker nochmal einen Film kaufen. Die Dinger sind toll. Ich fühle mich gerade wie so ein Tier im Zoo, was so angeguckt wird einfach. Dankeschön. Also wirklich. Ivan, du bist ein Tier. Du bist ein Medientier. Ja, ich bin ein Medientier. Leute, guck einen so. Aber ich bin auch kein krasses Tier, sondern so, dass man... Ich bin keine Hauptattraktion im Zoo. Nur das weiß ich nicht. Ich habe noch eine Frage für dich. Ich komme gerade nicht drauf. Du kannst ein Otter sein und die Leute sehen gerne Otter. Können wir über eine Sache reden? Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du siehst ein bisschen aus wie Jim Gaffigan. Wow, stimmt. Ja. Das hatte ich noch nicht. Der berühmte Comedian. Ja, aber Ed Sheeran sagen Leute nur wegen Rot. Das nur wegen Rot. Aber Gaffigan ist der Kopf. Ich habe mich auf dein Gesicht bezogen. Ja, das stimmt, danke. Im besten Sinne, alle lieben Jim Gaffigan. Ich mag Jim Gaffigan sehr. Alle lieben Jim Gaffigan. Hast du ihn schon mal gesehen? Es sagt mir was, aber ich habe keinen Bild vor. Jetzt warten wir. Leute, googeln Sie. Du gehst jetzt gleich weg und so in 5 Minuten kommst du so schreiend wieder zurück. Hey, was soll das? Nee, aber jetzt, wo du es sagst, Gaffigan-Vibes. Jetzt kann ich das wirklich nicht mehr. Ja, jetzt halte ich dich für einen richtig guten Comedian. Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, wir sitzen hier mit dem Sohn, einem der Söhne von, der hat ja viele Kinder, einem der Söhne von Jim Gaffigan. So viele Kinder. Das wäre mega. Nee, aber so 7, also so richtig viele. Hast du starke 10 Minuten über Essen? Über Essen? Das ist ein ganzes Ding, der hat so gute Essensbeobachtung. Der hat richtig stark. Er ist der Sohn von Jim Gaffigan. Damit kann man closen. Unehrlicher Sohn. Ja. Nice. Ja. Sehr gut. Das ist immer richtig komisch. Wir warten einfach, bis es so fertig ist. Ne? Also, ja, es wird. Es wird? Ja. Sehr gut. Ja, wie bei vielen Beziehungen muss man einfach warten und ein bisschen schütteln gelegentlich. Kommt es an den Kühlschrank? Kommt es an den Kühlschrank? Wo kommt es hin? Ja. Ja. Ich sag einfach mal ja, ich höre hier hinten wirklich. Ach, tut mir leid. Er hat gefragt, ob das an den Kühlschrank kommt oder wo. Ja, wahrscheinlich. Kühlschrank. Nice. Ah, das kalte Zimmer, was wir da haben. Okay. Mach aber jetzt alles in Zeichensprache. Oh, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Das hat mich ziemlich kalt erwischt. Was denn das Wort? Ja. Wow, das sind die Besten, mit denen überhaupt nicht rechnet. Schön. Sehr gut. Sascha, noch eine letzte Empfehlung, was müssen wir uns noch angucken? Ja. Was hast du schon gesehen und wo würdest du sagen, da müssen wir nochmal hin? Empfiehl ihm die Tattoo-Stände. Nein, die habe ich schon gehört jetzt. Was mochtest du auf der Fantasy-Basis also noch? Für dich gibt es da, wie gesagt, so zweite Etage oder erste... Es sind aber nur Waffen ausgestellt von WoW. Ah, krass. Weil du brauchst eine neue Waffe. Du meinst, du brauchst für einen Krieger eine neue Waffe im Zug. Ja, aber die funktioniert das ja nicht. Aber wie cool wäre das, wenn das wirklich so ein NFT wäre? Ja, das wäre übelst nice. Dann würde ich auch ein paar Tausender investieren heute. Ja. Ja, und das war es. Also...
nichts anderes. So eine trockene Zusammenfassung. Ja. Warst du im Cosplay-Dorf? Cosplay-Dorf war ich noch nicht, da bin ich nur... Warst du bei der Mainstage? Es gibt ja noch eine Mainstage. Ich bin nur da wegen euch drei. Ach so, okay. Aber weil die Mainstage... Okay, ich habe nicht reagiert. Also, ja, vielen Dank. Ist das nicht die Mainstage? Ja. Ist das hier nicht die Mainstage? An der Wand, wo Leute Tennis spielen neben euch? Als du hier vorhin hingekommen bist, ne, und mit dem T-Shirt und so, da hatten wir original dieses Problem. Ja. Er meinte das danach noch zu mir. Er ist immer wieder überrascht davon, dass Leute uns hören. Und ich habe dasselbe Problem. Weil wir wissen es, wir sehen die Zahlen. Aber wenn dann mal jemand mit dem T-Shirt vorbeikommt, sind wir beide so... Okay. Es fühlt sich immer noch an, als würde es nicht stimmen. Es fühlt sich an wie ein Prank. Ja, wirklich. Moment mal, warum hat der unser Symbol auf seinem Shirt? Ja. Das gehört uns. Ich stell dir vor, wie reißt dir das Shirt? Was soll denn das? So mit Medienrechtsanwälten. VOP-Eigentum ist das hier. Oh. Ey, ja. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du vorbeigekommen bist. Ja, mega. Es liegt ja quasi bei dir in der Gegend, also cool, dass du es geschafft hast. Genau. Ich sag einfach mal danke. Kommt der jetzt in jede Sendung? Ja, du kommst jetzt in jede Sendung, du bist oder? Jetzt, ja. Aber wir schreiben auch in die Folge Jim Gaffigans Sohn rein. Ja, und, ja, ist besser fürs Suchen. Für die Berliner Termine sage ich dir dann ein bisschen vorher Bescheid. Das wäre super. Das ist so einmal die Woche, meistens am Montag. Also, aber Anfahrt ist auch Selbstkosten. Ah ja, ist alles Selbstkosten. Ja. Alles Selbstkosten. Ja, ja, ja. Aber so ist am Anfang im Mediengame. Da musst man muss investieren. Wenn du Praktikant sein willst, dann musst du da auch durch. Ja, ja, genau. Das ist alles Pay-to-Play hier. Alles Pay-to-Play. Alright, dann einmal ganz großen Applaus nochmal für Sascha, würde ich danke, sagen. Danke, danke, viel Spaß auch genau. Noch. Genau, ja, halt den Knopf ein bisschen länger, damit es nicht abbricht. Vorsicht, okay. Nice. Sehr gut, da ist er wieder. Mega, da mega, mega, mega. Wenn dieser Knopf nicht ausfadet, macht mich wahnsinnig. Ja, das muss man... Das sind die Magie des Ganzen. Was man tun könnte, ist, man könnte den halten und dann selber am Volume rumspielen, aber das wäre so ein Act. Das ist zu viel DJ. Das ist zu viel Acting. Ich mache mein Ohr dann auch so. Wollen wir ein bisschen über die Zugfahrt reden? Ja, was ist denn da passiert? Da sind ja Dinge passiert. Oh ja. Ja, das war total sonderbar. Wir sind zum ersten Mal in unserem Leben, weiß ich nicht, stimmt das? Sind wir schon zusammen Zug gefahren? Nee, Zug gefahren sind wir schon zusammen. Zumindest, ich weiß nicht, ob ich mit Ivan schon mal gefahren bin, aber ich bin auf jeden Fall mit dir schon gefahren. Aber, erste Mal erste Klasse. Ja. Oh ja. Ja. Da ist die Welt anders, ne? Ist schon einfach, nicht schlecht. Einfach, ist schon ein anderes Spiel. Einfach ein Mosaik in der Toilette. Kann ich, und so eine Blume. Wisst so ein Blumensticker. Ja, aber wisst ihr, was ich die ganze Zeit gedacht habe, als ich da saß in der ersten Klasse? So sollte eigentlich jeder normale Zug sein. Ja. Das wäre einfach nur Mensch. Das ist so, dann merkt man so richtig, wie das für ein Viehtransport das andere eigentlich ist. Ja. Also wo man nicht mal eine eigene Armlehne hat oder sowas. Ne? Die haben ja extra in der ersten Klasse, gibt es ja richtig schön separierte Armlehnen und so. Die Armlehnen haben sogar so einen Spalt zwischeneinander, dass man sich die nicht... Das ist tatsächlich die erste Klasse. Also das sind diese 2 Zentimeter, das ist die erste Klasse. Aber was gleich ist, dass die Steckdosen scheiße sind. Du packst rein und es fühlt... Das ist kein Feedback. Das ist kein Feedback. Was für denn? Ich habe gesagt, das ist so wie, als ob wenn ich Skyrim spielen würde. Ich habe kein Feedback. Und was ich an der ersten Klasse muss sagen, ist meine einzige Note an die erste Klasse, ist, dass die meisten Menschen, die da sitzen, ganz schöner menschlicher Abfall sind. Das stimmt, und wir jetzt auch. Ja, aber zum Beispiel diese eine Frau, die da mit ihren Kindern saß, die hat in einer Lautstärke telefoniert. Die haben alle immer so wahnsinnig laut und waren dann immer so, nee, das müssen wir jetzt, das muss jetzt geschippt werden, das muss raus jetzt. Das kann ich dir jetzt aber erklären. Oh, hab ich dir gehasst. Ich habe eine Theorie dazu und ich glaube, es ist so, die Leute sind auf einem Level von Erfolg angekommen, der nicht ihrer Kompetenz angeglichen ist. Ja? Das ist diese typische... ich habe gerade vergessen, wie das Gesetz heißt, wenn man nach oben fällt, bis man dann... Satz des Pythagoras. Genau, der Satz des Pythagoras. So, jedenfalls, ich glaube, das Problem ist, das ist auch noch ein Generationsproblem, die weiß nicht, dass bei Zoom-Konferenzen nicht nur Bild übertragen wird. Das heißt, sie denkt, das Bild wird übertragen, aber sie muss gleichzeitig so laut schreien, dass Leute in einer anderen Stadt sie noch hören können. Das ist einfach notwendig. Ich glaube, es ist auch viel so, schaut mal, wie sehr ich arbeite. Ja. Guckt doch mal alle hin, wie ich arbeite. Guck mal, wie ich hier für einen mittelständischen Konzern eine Mediation mache. Genau, das fühlt sich die ganze Zeit an. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und es gab einen Zeitpunkt, wir hatten alle eine Nickerchenphase. Ja. Da wollten wir alle gerade schön Nickerchen machen. Ja. Und dann gab es einen Zeitpunkt, da haben 3 Leute parallel telefoniert und parallel gesagt, ich bin wichtig. Ja. Hallo, ich bin wichtig. Ja. Das war tatsächlich das, was sie wörtlich gesagt haben. Hallo, aber ich werde doch ganz gut bezahlt hierfür. Ich glaube, das ist ganz ein bisschen, unangenehm. Ne, wenn Vögel singen, ist es ja auch so, wenn Vögel andere Vögel singen hören, dann fangen sie auch an zu singen, weil sie dagegen halten wollen. Die wollen zeigen, ich bin hier der Vogel und du bist da der Vogel. Ja. Und dann ist es irgendwann, oder wie diese Hunde, die auf
auf verschiedenen Seiten eines Zauns sind, die müssen sich immer anbellen. Auch wenn es keinen Sinn macht, weil da ist ein Zaun dazwischen, die werden sich eh nicht begegnen. Die Analogie gefällt mir. Genau. Ja, und dann ist es wirklich so ein Ding, wo der eine Manager schreit halt immer wieder, Manager, Manager, Manager. Und der andere Manager ist so, ja, Manager, Manager, Manager. Und dann, weil die nicht aneinander rankommen. Das habe ich gehasst. Ja, weil die nicht an, also die sind ja praktisch sozial angeleint. Wollte gerade sagen, die reden ja auch nicht miteinander. Nee. Das ist ja so ein... Ach, das wäre ja mega funny, wenn die alle im selben Call wären. Aber die eigentliche Anekdote, die sich mir zugespielt hat, ja. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr schlafen, weil ich zu genervt war. Und ich bin ja leidenschaftlicher, gerne im Bordrestaurant-Sitzer. Best Bordrestaurateur bist du. Bin ich wirklich, liebe ich. Ja. Ein Bord bist du Virtuose. Bin ich wirklich. Also ja. Vor allem, da gibt es ja diese kleinen Einzelsitze, ja. Da setze ich mich richtig gerne hin und träume so ein bisschen. Ja. Wovon und träumst du da? Vom Erfolg. Ach so, ich träume immer von Reichweite. Ich dachte von Freiheit oder so. Nee, ich bin immer so, oh, 72.000 Follower. Ich träume immer davon, dass ich dann einen Mordfall löse im Interlaken. Interlaken Express. Mord im Interlaken Express. Das ist eine schöne Narrative. Kommissar Imam ermittelt. Und dann bin ich da so. Ich träume meistens vom besseren Essen, wenn ich da bin. Oh, ey, da können wir auch gleich noch drüber reden. Ja. Weil wir haben ja beide Haltung zum Deutsche Bahnmilchreis. Was auch ein wilder Satz ist, aber hey. Also zumindest. Das Bordrestaurant war sehr voll. Ja. Aber es gab eine Sitzecke, die wurde freigehalten, weil zwei Mitarbeiter des Bordrestaurants die freigehalten haben. Die sind dann immer hin und waren so, hey, hier ist reserviert, wir haben heute unseren letzten Arbeitstag und wir würden gerne nach unserer Schicht hier einfach mal anstoßen, wir haben hier ein paar Jahre gearbeitet, unser letzter Tag. Alle haben das verstanden, weil das ist für die meisten normalen Menschen ein Wunsch, den sie nachvollziehen können. Und irgendwann saß da ein alter Mann mit einer alten, dicken Mannbrille, die gesagt hat, ich hab mal was mit Zähnen gemacht. Ja. Das war so die Aussage. Mit Zähnen? Mit Zähnen. Er sah so aus, als hätte er mal eine Firma gehabt, die Implantate herstellt für Zähne. Das ist die seltsamste Analogie für eine Brille, die ich je gehört habe. Hat er Hosen, an die so ein Stückchen zu lang sind? Das habe ich im Sitzen nicht so ganz gesehen. Ich finde, Leute, das ist deine Assoziation bei jemandem, der Zahntechnik macht, dass sie zu lange Hosen anhaben? Solche Fuddies haben immer so gerne so. Der war nicht Vati oder Papi, das war Vater oder Großvater. Heute ist der Vatertag, ja. Okay. Heute ist alles Gute zum Vatertag, Jungs. Ja. Und er saß da. Ich muss meinem Vater schreiben. Und er, ich glaube, ihm gegenüber war wahrscheinlich sein Enkel, wahrscheinlich nicht sein Sohn. Ja. Und die saßen da und die haben schon in ihrem Sitzen klargemacht, dass die schon was Besseres sind als selbst die anderen in der ersten Klasse. Ja, ja, ja. Und dann... Was meinst du, der eine hatte eine Siegertolle oder so? Ja, der hatte so die höchste Tolle, die ich je gesehen habe. Ich werde jetzt nicht Phyllis Joke machen, aber sie hat einen sehr schönen Joke dazu, der genau er war. Also ein richtiger Maximilian, um jetzt doch so halb ihren Joke zu machen. Was hat er für ein Hemd an? War's kariert oder war's nicht kariert? Das hat man über dem Sakko nicht gesehen. Ah. Aber er war sakkotiert. Okay, er war sakkotiert. Und dann kam der Bordrestaurant-Mitarbeiter und meinte dann so, hey, passen Sie auf, wir haben hier reserviert. Ja. Wir würden gerne, er macht seine Story und der eine meint so, nee, machen wir nicht. Ich sehe nicht, dass das hier reserviert ist, ich stehe nicht auf. Ja. Sofort einfach maximal sofort unangenehm gewesen. Keiner will zurückweichen, ne? Nein, also ich sag mal so, ich kann verstehen, dass der Mitarbeiter da auch nicht zurückweichen möchte, weil der ist so, Bruder, ich werd nicht mega hierfür bezahlt. Ja. Das ist mein letzter Arbeitstag, ich würde gerne ein Bier hier trinken. Glaubst du, das kriegen wir hin? Und der andere Typ war wahnsinnig unversöhnlich und hat dann halt gemeint, so hat noch nie jemand mit mir geredet, das lasse ich mir nicht bieten, der Typ, der da saß. Und dann hat der Bordrestaurant-Mitarbeiter den Zugführer geholt. Und ich saß da... Jean-Claude. Mit meinem Jean-Claude, regeln Sie das. Ja. Und ich saß da mit meinem zu dünnen Milchreis und einem zu starken Kaffee und habe gesagt, ah, jetzt geht's los. Ja. Ich habe das ja geliebt. Aber das ist schon, genau, ich habe ja nur da gesessen in der Hoffnung, dass sowas passiert. Das ist ja quasi den Preis schon wert, ne? Ja. Du bist ja schon hingegangen, um menschliches Elend zu sehen irgendwie, ne? Nee, menschliche Interaktion. Menschlicher Konflikt. Ihr dürft ja nicht vergessen, Jungs, es gibt ja zwei Seiten des Bordrestaurants. Ja. Es gibt das erste Klasse-Bordrestaurant, das lag bei uns. Ja. Und es gab nach vorne nochmal so ein bisschen Stehtresen, wo Leute auch mal einen Mülleimer pinkeln. Ach, das ist okay. Wirklich. Moment, das Bordrestaurant hat auch zwei Klassen? Ich glaube schon, weil es hat sich sehr klassizistisch angefühlt. Ich habe das Gefühl, wir waren mehr in so einem Snowpiercer-Szenario. Oh Gott, okay, Leute, ihr seid auf der Games, auf der Fantasy-Basel. Snowpiercer, ganz berühmter Film, aus Korea ursprünglich, Endzeit, alles ist vereist draußen und du hast so einen langen Zug. Habe ich und schon mal gehört. Ganz vorne ist die erste Klasse, da haben Leute das geilste Leben aller Zeiten, dann gibt es die zweite Klasse, da geht es noch so. Oh, das ist geil, so. Das würde ich gerne und gucken. Und ganz hinten ist das Ivan-Notorium, da wohnen nur Ivans.
Stimmt das oder wolltest du ihm einfach auf ganz vielen Ebenen wehtun? Das war ein kleiner Joke. Nein, das sind halt die Leute, die dann wirklich in so ganz schlimmen Verhältnissen leben müssen. Ja. Und wir waren das erste Klasse-Ding und es hatte auch eine erste Klasse-Energie. Da gab es auch eine Frau, die sehr gestrafft war, aber nicht von der Natur. Und die hatte so zwei Kinder. Und die Kinder hatten jeweils so eine große Portion Nudeln und haben die so einmal gegessen und wollten dann nicht mehr. Und es war voll okay für die Mutter. Wow. Sowas halt. Ich würde das Kopf des Kindes nehmen und einfach reindrücken. Du warst so, hier ist Payback für meine Kindheit. Oh ja, wirklich. Gott, du willst deine Kinder wirklich wie Hunde erziehen, ne? Ja. Nein. Als ob ich einen Hund, weiß ich nicht. Also im Mond würde ich sowas nicht antun. Ja. Aber Kindern schon. Ja, Hunde sind die Einzigen, die ein bisschen glücklich darüber wären, wenn du ihren Kopf in Spaghetti stecken würdest. Ich kann es nicht sehen, wenn ich sehe, dass Kinder machen, was die wollen. Ja, das aber macht das war, was aber weißt mit du, mir. Jemand, die hatte so eine Form von, das war der auch Latte, ja. Weil denen tut die 17 Euro, die sie gerade pro Portion verballern, ich wirklich, das kriegt die nicht ich mit. Ich habe wirklich einen Vater gesehen, der so eine große Portion Lasagne bestellt hat, woanders. Hm? Und das Kind war so, nee, ich möchte dann das doch nicht. Und er war so, okay. Und ich war so, was machst du da? Ja. Und die war genauso. Aber ganz kurz, das ist Ende vom Lied. Du musst ins Mikrofon sprechen. Jean-Claude kam ja. Ja. Es kam ja Jean-Claude. Ja. Und Jean-Claude war dann wahnsinnig versöhnlich. Und meinte dann so, ah, hier ist aber jetzt reserviert. Und er geht wieder los. Aber man kann doch hier nicht reservieren, hat er immer so gesagt. Und er meinte so, naja, also ich kann das schon. Also ich bin ja jetzt hier der Zugführer. Ich kann ja alles reservieren. Also mein Wort ist schon ziemlich gesetzt. Ja. Das wäre so geil, wenn er das dann völlig übertrieben hätte und einfach gesagt hätte so, übrigens, Ihre Hose ist auch von mir reserviert. Ziehen Sie die aus. Aber, ja, ich bin der Zugführer. Sie ziehen die jetzt aus. Ja. So richtig so Machtmissbrauch. Ja, der hat so einen Sticker. Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Ja. Naja, zumindest die beiden Reichen waren dann so, na, die können sich ja dazusetzen. Das war deren Form von Versöhnlichkeit, die sie einleiten wollten. Und dann hat der Zugführer was gemacht. Der hat gesagt, ich möchte mich dafür entschuldigen. Es tut mir leid, dass Sie diese Unangenehmigkeiten haben, aber ich würde Sie jetzt bitten zu gehen. Aber ich würde Ihnen, und das war, glaube ich, für die so eine Beleidigung. Ja. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich würde Ihnen ein kostenloses Upgrade für die erste Klasse geben. Und die waren beide so... Ich fahre erste Klasse. Ja. Aber ich wusste halt nicht so ganz, oh, macht er das mit Absicht? Weil er weiß, dass sie ja erste Klasse fahren. Ja. Oder ob er wirklich... Ich finde, er hätte ein kostenloses Downgrade in die zweite Klasse anbieten sollen. Ja. Das wäre so gut. Ja. Ich würde ihn anbieten, mal einfach in so einem Vierer zu sitzen, wo drei niederländische Jugendliche saufen zu Gabber. Ja. Da können Sie mal sehen, wie Sie da behandelt werden. Ich glaube, ich hätte mir dann irgendein Freigericht erschnort dann. Okay, ich gehe jetzt, aber Sie geben mir nochmal Gulasch mit hier. Ja, aber auf die Hand. Genommen? Auf die Hand. Ja. Auf die Hand. Einfach direkt so rein auf die Hand. Warm. Ja, machen Sie es in meinen Judebeutel. Ja. Direkt einfüllen. Ja, aber das Ding ist, denen konntest du ja nichts mit Geld geben. Die wollen ja Macht, die wollen gewinnen. Ja, ja. Das ist alles, worum es geht. Das ist ja, was sie wollen, ist, dass sich einer von denen so niederkniet und ihnen so einen Topfgulasch reicht. Genau. So, ne, dass sie so das Gefühl haben. Aber mit Topfgulasch meinen sie eher so Anerkennung, Macht. Ja. So ja. Im Sinne von, erkenne deine Klasse, du Pöbel. Genau. Und es war ganz interessant, weil mir gegenüber saß noch ein anderer Mann. Und der andere Mann hat sich mit den beiden Oberstandswichsern solidarisiert. Ja. Und ich habe mich natürlich mit dem Typen solidarisiert, der einen sächsischen Dialekt hat. Sobald du... für mich war das immer, ich habe da sehr viele Leute in der ersten Klasse gesehen, wo ich immer dachte, da hat jemand einen zweiten Friseurladen aufgemacht. Und das ist mein Gefühl gewesen, dass es so ein Ding war von so Unternehmer, aber auch irgendwie so viel zu eitler Gockel irgendwie für das, was sie erreicht haben. Und das war für mich dann immer so, der hat 2 bis 3 Friseurläden, der Typ da hat eine größere Klempnerei, wo er selber nicht mehr anpacken muss. Mhm. So einen gut laufenden Meistereibetrieb. Genau. Ja. Und da ist jetzt genug Geld, aber... auch nicht viel mehr. Ja. Ich habe übrigens noch, wir müssen langsam, wir steuern, Jesus Christ, okay, wir steuern gerade gegen Ende. Es ist interessant, dass manchmal einige Sachen einfach bedrohlich sind. Ja. Hier lief einfach und einige absolut gar nicht. Was war eine Clownsmaske von? Von The Dark Knight, glaube ich. Oh ja, es könnte Dark Knight gehen. Es war einer von den Bankräubern von Dark Knight, glaube ich. Ich muss übrigens gestehen, mir fällt hier auch immer wieder auf, dass ich dachte ja immer, dass ich ganz gutes Nerd-Kulturwissen habe. Ja, hast du nicht. Ich habe große Lücken. Nee. Große Lücken. Du bist so kurz davor, meine Mutter zu sein, was das angeht. Wow. Deine Mutter hat Season 8 Gladi gemacht? Ja. Wirklich? Ja. Was hat sie gespielt für eine Kombi? Das weiß ich nicht. Ich bin da nicht so drin. Ja. Ja. Aber kannst du ihr mal liebe Grüße von mir? Vielleicht haben wir gegeneinander gespielt. Ich glaube auch, dass sie so langsam mit dem Alter gemerkt hat, dass die Reflexe nicht mehr ganz so ziehen und mehr auf den RP-Servern war. zu RP-Servern habe ich eine ganz eigene Haltung. Ich möchte nicht öffentlich sagen. Kriege ich wieder Ärger. Was ich noch sagen wollte, ich habe eine funny auf dem
an der Nacht, bevor wir gefahren sind, war ich nachts noch wach und habe unter anderem das eine Video, was ihr jetzt zuletzt gesehen habt, 238 noch schneiden müssen, weil es gab Savant, das werdet ihr auch sehen, es gab einige technische Probleme. Aber guckt euch das einfach an. Und dann war ich draußen und habe geraucht und dann, wo wir gerade darüber reden, ne, ich stehe so an der Ecke, ich wollte noch zu dem Kiosk rein, aber ich hatte mir schon eine angezündet, das heißt, ich musste erstmal aufrauchen, bevor ich da reingekommen bin. Von welcher Uhrzeit reden wir? Wir reden von 23.30 Uhr okay. ungefähr. Okay. So, der Späti ist da, da ist so eine kleine Gruppe, gemischte Gruppe von Leuten, Frauen, Männer, ein Hund jetzt habe ich ein bisschen die Pointe weggegeben, egal. die stehen da so und trinken und reden und sind aber so, das ist voll das nette Ambiente da irgendwie und deswegen stand ich da nicht weit weg, die haben mich gestört. So. Und dann kommt ein Typ mit einem E-Roller vorbeigefahren und dann passiert etwas, ja. Und er fährt noch so 2-3 Meter weiter und dann dreht er sich um und sagt, du, ich kann dir auch mal, sei mal nicht so frech, du kleiner Hund, ich kann dir auch die Schnauze brechen. So. Und hier ist das Ding. Ist nicht dein Ernst. Rat mal, was passiert ist. Also du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hab's leider vorweggenommen, ja. Da war quasi ein kleiner Hund, den du nicht gesehen hast, aber der dachte, du hast ja meint dich. Der Hund hat ihn angebellt, als er vorbeigefahren ist. Ja. Und er ist stehen geblieben, um einem Hund zu drohen. Oh. Und hier ist das Lustige, er wollte ihm die Schnauze brechen, das Ding war, es war ein Mops. Und, das ist nicht möglich. Und ich musste einfach lachen, weil ja. Ich hatte so, Bruder, du hast ja. gerade einem Mops gedroht, ihm die Nase zu brechen. Ja. Die Dinger sind flach vorne, ja. Die haben keine, da ist nichts zum Brechen. Aber wie durch ist der Bruder ja. denn, dass er Hunde anflucht? Ja. Also, ich glaube, es ist ihm, während er es gesagt hat, hatte ich so das Gefühl, er verliert extra. Es ist, man konnte so richtig sehen, wie die Energie abgefallen ist. Ja. Also der grüne Statusbar ist so, während er gesprochen hat, mit jedem Wort irgendwie 10% runtergefallen und dann ist er einfach so still weitergefahren. Und er hat es richtig gemerkt. So, ich glaube, ohne Scheiß, er hat sich einfach nur wirklich erschreckt, weil ja. der Hund ihn plötzlich angebellt ja. hat. Der ja. ist halt nah an denen vorbeigefahren. Ja. Und hat das halt so einen Schlenker gemacht und so, pass mal auf, du frecher kleiner Hund, ich kann dir die Nase brechen. Und denke so, was hast du gerade gesagt? Und es ja. war auch ein erwachsener Mensch. Ja. Also technisch gesehen zumindest, ja. weil der locker 25 oder 23 oder sowas. Ja. Es ist sehr gefährlich, die Hunde von Leuten anzumachen, weil das ist der erste Weg, wie du dir von einer Person eine fängst. Weil die Leute haben so ein ja, Ehrgefühl aber die waren, ihren Hunden die, gegenüber. Die, aber die waren nicht so eine Leute. Die ah, okay. sahen aus wie gute mittelständische Studentenkids, die ja, weißt sich du, noch nie glaube, geprügelt ich haben. Ich glaube, die meisten Leute, selbst der netteste Typ, wenn du anfängst, deinen Hund zu treten, dann, ja. dann ist over. Okay, dann sein. Hast du eine Schlägerei. Jonas, also stell dir mal vor, wenn dein Hund getreten wird, Alter, ich glaube, du wirst die Person umbringen. Du wirst, ja, aber wirklich, du wirst einfach umbringen. Sorry, das ist jetzt wirklich kein Argument. Das ist ja so ein bisschen so wie, hey, kennt ihr diesen Typen, der massive Anger-Management-Probleme hat? Könnt ihr euch vorstellen, dass es ihn provozieren würde, wenn jemand seinem Hund was tut? Oder meint ihr, er würde es locker nehmen? Ja. aber Ivan, also du würdest ihn umbringen. Also ja. legit töten. Ich würde quasi, also ich würde quasi du die Leine auch. Des Hundes du um auch. Ihn herum machen. Ja. Also ich würde du würdest ihn noch umbringen. Ja. ja. Wow, mit einer Leine. Ich, so richtig so. Ich find's einfach mega funny, wenn jemand das zu deinem Hund sagt. So, pass mal auf, ich könnte dir auch die Nase brechen. Du bist so, Dickerchen, also das war da bist du jetzt zu weit gegangen. Es wäre gut, wenn dein Hund das auch könnte als ja. Energie. Ja. ja. ja, ja weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, auch so diese. Zum Zuckern wieder zurückgehen. Das ist ja funny, wenn der Hund einfach Dickerchen heißen würde. Dickerchen. Dickerchen ist ein guter Name für einen ja, Hund, ist ein oder? Guter Name für einen Hund. Ah. Okay, Jungs, wollen wir? Ey, das war ein Dackel namens Dackerchen. Dackerchen. Dackerchen? Ja. Dackerchen, kann man das gut sagen? Und die Serie ist dann Dackerchen. Einfach Ivan und der Hund, das ist Dickerchen und Dackerchen. Dickerchen und Dackerchen. Das ist eine schöne schlecht. Kinderserie. Ich wollte gerade sagen, es klingt wie so eine Hörbuchreihe. Das hört, ja, geile, aber so eine das wäre eine Hammer-Hörbuchreihe. Ja. Das ja. Dickerchen machen. Und Dackerchen? Sehr gut. Freunde, lasst uns langsam zum Ende kommen. Okay. Das war eine wilde Folge. Das war sehr wild. Wir haben noch 3 Tage vor uns. Das heißt, ihr müsst euch das einfach, also das wird noch sehr viel solchen Content geben. Ich aber ich finde, wir haben uns gut eingegroovt dafür, dass ja. wir hier von einem, neben dem Wrestling stehen, neben Leuten, die einfach, weiß ich wie, genau. Also vielen Dank nochmal an Sascha, dass du da warst. Danke an Dave. Danke an Dave. Danke an Andy. Danke an Andy, der an die unseren Technik. Schnitt macht ja. gerade. Einmal Applaus für die ja. Regie. Yes, sehr gut, kein Gesichtsausdruck Applaus. Von Andy. Also, sehr gut. Das will ja nichts bringen, ist keine Kamera drauf gerichtet. Andy hat an seine Kindheit gedacht. Aber das ist so ein typisches Hinter-der-Kamera-Ding. Ja. Die sind mit kein Gesichtsausdruck manchmal vor Kamera. Nee, das ist, weil sobald, ich ja. kenne das auch, weil ich in der Kamera bin, denke ja. ich über meine Steuererklärung nach. Vielen Dank auch an Laura für die tollen Artworks, die hier unter uns sind. Guck mal, da ist ein Gesichtsausdruck. Ja, ja. Sehr gut. Und genau, wenn ihr liked das auf YouTube, abonniert das auf Spotify, teilt die Folge, seid dabei in diesem Fantasy-Basel-Wahnsinn. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann. Kommt gut nach Hause. Gott schützt jetzt mal ein bisschen das Internet. Kaution. Ah ja, und nehmt immer die volle Kaution. Sehr gut, tschüss. Ciao. Ciao. Und ich gehe jetzt ins Bett.
verprügelt. Verprügelt. Mit Punchlines.